Ja, es wurde schon gesagt, Frau Professor Eckkramer, Sie sind Lehrstuhlinhaberin für romanische Sprach- und Medienwissenschaften der Uni Mannheim und Vorsitzende des Hochschulrats der Hochschule Mannheim. Mich interessiert total, ab wann wussten Sie, okay, ich möchte gerne in die Wissenschaft? Wann war es soweit? Schwierig, sehr, sehr schwierig, weil ich hatte ein sehr buntes Leben davor. Also ich bin vielleicht gar nicht so die typisch geborene Wissenschaftlerin. Ich habe eigentlich nur aus Jux und Laune promoviert, weil mich das Thema fasziniert hat und weil mein damaliger Professor meinte, es wäre viel zu groß, um darüber nur eine Diplomarbeit zu schreiben, weil ich wollte irgendwie zwei neue Sprachen lernen, lange im Ausland leben dafür. Und dann hat er gemeint, dann machen Sie gleich eine Dissertation. Da habe ich gedacht, naja, mache ich eine. Das heißt, ich hatte in meinem Dissertationsstadium überhaupt noch nicht im Blick, in die Wissenschaft zu gehen. Ich sage das ganz offen und frei. Ich wollte eigentlich ans Theater. Also ich wollte gerne Regie oder Bühnenbild oder irgend sowas studieren. Ich hatte nicht berechnet, dass ich eine schwere Stauballergie habe und mit der ist es im Theater ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich so schnell locker gelassen. Also ich habe also viele Jahre trotzdem im Theater gearbeitet, bin 4 Jahre auf Tournee gefahren als Roadmanagerin, habe dadurch auch mein Diss finanziert. Ich brauchte ja auch Geld dafür. War dann 4 Jahre Produktionsleiterin von einem Festival, habe eine Firma gegründet, eine Eventagentur. Also ich konnte mich irgendwie von diesem doch sehr anderen Leben, das ich dort hatte, nicht so schnell lösen. Also es war ein Transformationsprozess, der doch etliche Jahre gedauert hat. Ich hatte immer so einen kleinen Fuß in der Wissenschaft, habe wahnsinnig gerne Bücher geschrieben. Aber das war sehr männlich dominiert. Da gab es kaum Frauen, da gab es kaum Frauen auf Lehrstühlen und irgendwie kam das gar nicht so sehr ins Blickfeld. Und dann plötzlich war mein Doktorvater weg, wurde wegberufen und dann war niemand da, der die Qualifikation hatte. Und dann haben sie gesagt, ja, wollen Sie nicht doch auf so eine Habilitationsstelle und in die Wissenschaft gehen? Und dann habe ich gesagt, na ja, irgendwie war ich in einem Alter und das kommt ja auch oft dazu, wo ich überlegt habe, na, wie mache ich mit diesem Leben weiter? Als Produktionsleitung schläft man kaum, könnte niemals Kinder haben in der Zeit, also die müsste man woanders parken. Und dann war irgendwie auch so der Blick, vielleicht eine Familie zu gründen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann tausche ich irgendwie Geld gegen Sicherheit. Ja, das war so eigentlich der Einstieg, der mir dann die Wissenschaft irgendwie sehr schmackhaft gemacht hat. Also ich sage das ganz offen deshalb, weil viele meinen, als das muss man geboren sein und da muss man unheimlich von vornherein sich verkämpfen. Ich glaube, man muss vor allem Freude haben an den Dingen, die man tut. Und ich habe einfach wahnsinnig gern unterrichtet, mit erwachsenen Menschen gearbeitet. Ich wollte nie an die Schule. Ich habe auch nie irgendwas Richtung Lehramt angedacht. Aber wie ich dann diese Anfang 20-Jährigen hatte, die wirklich über mein Thema was wissen wollten und die das total super fanden, was für tolle Sprachen man spricht auf kleinen Inseln rund um die Welt und wie die klingen und was man damit machen kann und wie die entstehen, da habe ich mir dann gedacht, es wäre eigentlich spannend, mit jungen Menschen in dieser Lebensphase zu arbeiten. Das hat mich sehr fasziniert. Und das war ein Grund, eben in die wissenschaftliche Lehre zu gehen. Und das andere war einfach, ja, Dinge zu erforschen, auf den Grund zu gehen, und das mit einer riesigen Freiheit. Und das kann die Wissenschaft, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und plus dann, ja, Familie. Ich habe dann auch 2 Kinder gekriegt, genau in dieser Phase. Also die Habil war fast kurz vor der Abgabe, da kam das zweite Kind. Und insofern eine lange Transformation. Ja, ich habe das auch noch mal reflektiert und ich finde, das ist auch nicht schlimm. Also Transformation ist immer was Gutes. Und wenn man sich von einem Gebiet ins andere begibt, überlegt man sich das gut und tut das nicht einfach so, man stolpert da nicht hinein. Ich finde das tatsächlich wahnsinnig inspirierend gerade und mir fällt gerade so ein, was passieren kann, wie man von einer Stauballergie sozusagen auf Karrierevielfalt eigentlich kommt, oder? Also wenn man Ihren Weg hört, dann denkt man sich ja auch wahrscheinlich, vieles haben Sie sich vielleicht auch mal anders gedacht oder vielleicht auch mal eine andere Vorstellung gehabt und ich glaube, so geht es vielen, vielleicht sogar die auch hier sind. Und für mich als jemand, die sozusagen von außen auch auf die Wissenschaft draufschaut, ich habe auch häufiger mal das Gefühl gehabt, dafür brauchst du irgendwie einen riesengroßen Plan. Ne? Wenn man dann die wahnsinnig beeindruckenden Verläufe, Lebensläufe sieht, dann denkt man sich, wow, okay, da hat jemand wirklich Ahnung von dem, was sie oder er will. Und ihr Beispiel zeigt einfach, dass sie gesagt haben, okay, in der jeweiligen Situation treffe ich einfach die Entscheidung, die mein Bauchgefühl mir sagt, wo ich mich dann tatsächlich auch sehe und mache jeweils auch das Beste draus. Und wenn wir jetzt mal
in dem Jetzt bleiben, in dem aktuellen Status, in dem sie sind, das wird mit Sicherheit ganz spannend zu sehen sein, wo es bei Ihnen noch weitergeht. Frau Dr. Kalus hat ja schon gesagt, der Anteil an Frauen in der Wissenschaft ist, sagen wir mal, noch ausbaufähig, genauso ehrlicherweise wie in der Wirtschaft. Jetzt sind Sie eine Weile schon dabei. Aus Ihrer Beobachtung, wie können wir diesen Anteil denn erhöhen? Was muss konkret auch getan werden? Also Frauen fördern nicht immer Frauen. Das ist etwas, was wir wirklich lernen müssen. Also was ich wirklich gesehen habe über die Jahre, und ich habe mich seit wirklich fast 20 Jahren in der Frauenförderung aktiv engagiert, ist, dass sich Frauen oft nicht bewusst sind, dass Männer sich einfach so fördern. Die müssen sich dazu nicht sympathisch sein. Ja, bei Frauen reicht oft ganz was Kleines und dann wird man stutenbissig. Und dann hilft man anderen Frauen nicht weiter. Und ich glaube, da haben wir wirklich noch dran zu lernen und das einfach zu tun. Einfach so, weil wir Frauen sind und weil wir wissen, wie schwer es ist. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin in der Wissenschaft immer wieder sehr erstaunt, wie schnell sich Frauen selbst eliminieren aus der Wissenschaft. Ja, wie wenig sie sehen, dass die Wissenschaft auch Freiheiten bietet, die ich vielleicht in der Industrie, und ich war auch in der Industrie eine Zeit lang, überhaupt nicht habe. Ja, also allein die Wahl meiner Arbeitszeit, mir selber zu überlegen, wann ich meine besten Zeiten am Tag habe, um zu schreiben, wann bin ich gut im Unterrichten, wann möchte ich gewisse Dinge tun, und ich darf mir das selbst aussuchen. Also gegen andere, die den ganzen Tag von einem Meeting ins nächste hasten, haben wir in der Wissenschaft doch Freiheit, die freie Themenwahl. Ich darf mir aussuchen, worüber ich tatsächlich arbeite. Und das abzuwägen mit anderen Bereichen. Und da finde ich es oft sehr schade, dass Frauen sehr schnell switchen auf ihren Plan B, ja, und sagen, naja, gut, dann mache ich halt doch lieber gleich was anderes. Immer dann, wenn es hart wird. Die Wissenschaft ist, und das ist vielleicht der dritte wichtige Punkt, extrem agonal. Also es ist sehr viel Wettbewerb. Und wir mögen den Wettbewerb manchmal nicht. Wir wollen ihn nicht sehen, wir wollen da nicht mitmachen. Und man wird natürlich ständig gemessen, ja, wenn die Publikationsliste Lücken hat. Und wenn man da nicht gut publiziert hat und wenn die Beurteilung der Dissertation oder dann das Habilitkolloquium nicht so brillant war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und sofort will ich mich aus dem System nehmen und sagen, da bin ich doch nicht so gut. Also diese extremen Selbstzweifel, die uns Frauen oft dann auffressen, die ich so bei manchen Leuten im anderen Geschlecht nicht beobachten kann. Ja? Also wir tun uns oft schwer, auch einfach zu sagen, ja, das mache ich, ich kann das, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Ich muss nicht ganz viel Erfahrung haben in einem Bereich. Wenn ich mir das zutraue, dann tue ich es einfach. Und ich glaube, da haben wir einfach zu lernen. Viel Mut. Und ich habe Anfang der 2000er Jahre mal einen Lehrgang geleitet für die Universitäten Linz und Salzburg. Das hieß Karriere Links, um eben Frauen, Laufbahnplanung für Frauen in der Wissenschaft. Fand ich sehr gut, ein Jahr die Frauen zu begleiten mit unterschiedlichen Workshops und Sachen. Und da war immer so ein Spiel dabei, wo wir sie im Raum aufstellen ließen und sagen, ja, ihr seid jetzt hier, wollt Professorinnen werden. Wie weit weg seid ihr? Stellt euch mal dahin und sagt, ich will Professorin werden. Wie schwer das war. Also für viele Frauen war das völlig, also oft noch unmöglich. Ich kann doch nicht so anmaßend sein, mir das vorzunehmen. Natürlich kann ich das. Ja, also natürlich kann ich noch x-mal meine Pläne ändern. Ich bin darauf nicht festgefroren. Aber solange mir das Freude bereitet und ich ein gutes Umfeld finde, ich Menschen finde, die mich fördern, da hatte ich auch wahnsinniges Glück. Man fährt allein auf eine Tagung, man kennt niemand, man steht mit der Kaffeetasse da, das ist oft nicht so angenehm, man spricht irgendjemand an, weil jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich netzwerken. Und nachher stellt sich heraus, das war irgendwie der wichtigste Mensch in dieser Szene, den ich aber natürlich nicht kannte, ja, in meiner Unbedarftheit in jungen Jahren. Und der hat mir nachher geholfen, gewisse Dinge zu tun oder mal gemeinsam wo zu unterrichten oder zu publizieren. Aber einfach diesen Mut, dieses Reingehen und einfach sagen, ich möchte das aber werden. Und dass es dann vielleicht nicht klappt, muss ich nicht von Anfang an einkalkulieren. Ja. Also es wären so aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte, ja. Ja, weil Sie das gerade sagen mit diesem Networking-Event, ich habe gesehen, einige haben hier auch genickt. Ich erinnere mich auch noch an diese zum Teil auch
ja, Bauchschmerzsituation, wo man alleine auf einer Veranstaltung ist und genau weiß, okay, ich muss jetzt eigentlich mit jemandem netzwerken. Und irgendwann habe ich übrigens herausgefunden, dass das Buffet der beste Ort ist, um zu netzwerken, weil jeder irgendwann dran vorbeikommt. Und die Menschen dachten immer so, was tut diese Frau immer am Buffet? Ja, und habe mich dann eine Weile aufgehalten und festgestellt, dass man da ganz interessante Menschen trifft. Und wenn man dann so seine eigene Komfortzone verlässt und wirklich mal jemanden anspricht, passiert genau das, was Sie gesagt haben. Dann auf einmal ist es die Person, wo man überhaupt nicht dran gedacht hat, dass man gemeinsam vielleicht irgendwas auf die Beine stellen kann. Vielleicht noch ganz kurz, Sie haben schon so ein bisschen ausgeführt, was Sie glauben, sozusagen, woran es liegt, aber auch was tatsächlich konkret getan werden kann, damit es auch mehr Wissenschaftlerinnen gibt. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Debatte rund um Chancengleichheit wahr? Also ich glaube gerade auch durch das letzte Jahr, durch die Pandemie, aber auch Stichwort Frauenquote etc. Es tut sich ja durchaus was im öffentlichen Diskurs. Jetzt, ich sage mal, über alle Organisationen, Branchen, Wirtschaft, Wissenschaft wird auch mehr diskutiert. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, da bewegt sich etwas? Und was müsste auch wirklich konkret getan werden, damit wir da den Anteil dann am Ende auch erhöhen? Also Chancengleichheit ist für mich gewissermaßen der Überbegriff. Und darunter würde ich sehen, den Diversity-Begriff, also wie wichtig ist die Diversität und wie wichtig ist nach wie vor, und ich bestehe auf diesem Wort, die Frauenförderung. Weil wir sind eben nicht eine Minderheit, die man unter Diversity abfertigt, sondern wir sind mehr als 50% der BewohnerInnen dieses Landes. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Frauenförderschiene ein bisschen untergeht in Diversity. Ja, wenn ich das diskutiere mit Menschen aus der Wirtschaft, dann heißt es, ja, aber im HR-Bereich kann ich so meinen Chefs verkaufen und bewusst, ich sage jetzt Chefs und nicht Chefinnen, dass das wichtig ist und dass wir dafür etwas tun müssen. Und wenn ich sage Frauenförderung, dann kriege ich das nicht durch. Ja, also dieses Feigenblatt, das kann ich noch nachvollziehen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Frauenförderung so ein bisschen runterkippt. Und manchmal auch in der Diskussion mit jüngeren Frauen habe ich auch, ja, oft gar nicht mehr so, finde ich nicht mehr das Bewusstsein, dass das wichtig ist. Und man wird auch angefeindet. Ja, ich habe das selbst erlebt. Ich war jahrelang auch zuständig für Gleichstellung und soziale Vielfalt. Und ja, die Stabsstelle, Frau Rakes, da heißt auch Gleichstellung und soziale Vielfalt. Ich finde das ganz wichtig. Ja, es geht eben um ganz viele Komponenten, aber die Frauen sind eben keine Minderheit. Und wie ich aus diesem Amt geschieden bin, habe ich auch gesagt in meiner Abschiedsbilanz und der Ministerialvertreter war sehr brüskiert und hat den Saal verlassen, dass wir noch 80 Jahre brauchen, bis wir irgendwas erreicht haben. Aber ich finde, man muss das auch laut und deutlich sagen und immer wieder sagen, weil sonst tut sich nichts. Und ich war als junge Frau völlig gegen die Quote, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin mittlerweile eine glühende Befürworterin von Quoten, weil es ist das Einzige, was hilft. Wenn keine Quoten da sind, tut sich nichts. Ich habe sogar meine erste Stelle also ausgeschlagen. Es hieß, du musst nur zum AKG gehen, du warst die bessere Bewerberin. Ich hatte mich mal beworben um eine Dissertationsstelle. Du warst die bessere Bewerberin, aber der Mann, der hatte sich ja schon angedient als Studienassistent und den kennen alle und so weiter. Und es hilft halt nicht, dass man besser ist. Aber wenn der zum Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen gibt, der boxt dich durch. Und dann habe ich gesagt, ich will aber die Stelle, weil ich besser bin. Und ich will nicht die Stelle, weil ich die Frau bin. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es mir ganz egal. Ja, weil sobald Frauen auf diese Positionen kommen, ändert sich auch was, ja, wenn sie konsequent Frauen dann wieder fördern. Und dann gibt es plötzlich Hochschulen, die völlig, ja, weiblich geleitet sind. Und das finde ich unheimlich großartig, ja. Also an der Hochschule Mannheim, das ist eine technische Hochschule, muss ich dazu sagen. Da werden Ingenieure ausgebildet, Maschinenbauer, Elektrotechniker, was weiß ich. Das ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und da gibt es eine Rektorin, eben eine Vorsitzende des Hochschulrates und eine Kanzlerin. Und das funktioniert prächtig, ja. Und da gibt es auch keine Streitigkeiten. Es wird ja uns dann vorgeworfen, wir können gar nicht miteinander und das ist dann alles ganz schwierig. Ganz im Gegenteil. Also ich finde auch die Zusammenarbeit unter Frauen, wenn es dann mal einen kritischen Punkt überschreitet und man ist nicht mehr nur die Quotenfrau in einem reinen Männergremium, macht richtig Spaß.
Ja, zumal man ja auch ehrlicherweise sagen muss, diese unsägliche Quotendiskussion. Ich meine, in der Politik gibt es seit Jahrzehnten Quoten, wenn es um die Besetzung von Delegiertenlisten für die Bundestagswahl oder Europawahlaufstellung geht. Da geht es nur danach, wer kommt aus welchem Wahlkreis, wer deckt sozusagen welche Zahlquote ab. Sagt übrigens niemand was, ja. Aber bei Frauen ist es gleich so, oh mein Gott, das Geschlecht. Also es geht mir ehrlicherweise wie Ihnen, wenn ich Interviews von mir lese von vor 6, 7 Jahren, möchte ich mir selber einen Brandbrief schreiben, weil ich denke, oh mein Gott, wie konntest du sowas sagen? Und jetzt aus der Beratung und Einblick in die Praxis absolut auch Verfechterin für die Quote, vor allem für Zahlen, also Ziele vereinbaren, ob das jetzt ehrlicherweise in der Wissenschaft oder Wirtschaft ist und Maßnahmen planen. Letzter Punkt und dann gehen wir direkt in die Workshops. Was ist das, was Sie den Teilnehmern Rinnen hier vom Empowerment-Tag mit auf den Weg geben möchten, gerade auch was den Tag betrifft, oder Abend dann auch später und auch für ihre Karriere, für ihren beruflichen Weg. Ich würde sagen, was auch immer Sie planen und vorhaben, wenn Ihr Herz dort schlägt, lassen Sie nicht locker. Gehen Sie nicht gleich auf Plan B oder Plan C, sondern bleiben Sie dran. Manchmal, ich habe das immer genannt, die Politik der Schnecke. Steht da Tropfen, höhlt den Stein. Wenn man weiß, wo man hin will und die Richtung genau kennt, kommt man auch dorthin. Und selbst wenn man dann durch Lebensphasen geht, die vielleicht verlangsamen, und wir müssen einfach auch zugeben, wenn man zwei kleine Kinder hat, gehen die Dinge einfach langsamer, weil man auch noch andere Aufgaben hat und die auch halbwegs erledigen will. Aber man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und immer dieser stete Tropfen dranbleiben, der höhlt den Stein. Und früher oder später, auch wenn man manchmal mit dem Kopf an die gläserne Decke geht, ja, es ist mir auch passiert, da schlägt man sich an, ist eine Beule, kommt die Krone drüber, man geht weiter. Es hilft nichts, ja, also sich da gleich geschlagen zu geben. Und das finde ich vielleicht eine Botschaft, die ganz wichtig ist. Und das ist auch Empowerment, im Grunde der Ja. Mut, den man braucht, einfach dran zu bleiben und nicht gleich in den zweiten oder dritten Plan zu wechseln, sondern langsam, aber stetig dorthin, wo man hin will. Vielleicht noch eine Minute nehmen wir uns ganz kurz, weil Magdalena Speicher noch eine ganz spannende Frage gestellt hat, die ich nicht übergehen möchte. Die Karriere in der Wissenschaft, die mit der Sicherheit, also gleich ein unbefristeter Arbeitsvertrag verbunden ist, ist fast ausschließlich mit einer Professur verbunden. Ich finde, dass dies auch im Bereich des Mittelbaus möglich sein muss. Wie sehen Sie das, Frau Professor Eckkramer? Also die Situation, die Sie ansprechen, betrifft Deutschland vor allem. Also es ist in anderen europäischen Ländern teilweise sehr anders. Also ich habe sehr viel Einblick durch die Arbeit in der Deutsch-Französischen Hochschule gewonnen. Oder auch in Österreich gibt es mittlerweile wieder Qualifikationsstellen, auch im neuen Hochschulrecht, im UOG 2.3. Also das ist eine typisch deutsche Konstruktion mit dieser 12-Jahres-Regel, die für Frauen wirklich teilweise schwierig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also man hat diese 6 Jahre bis zur Promotion, wenn man schneller ist, kriegt man es hinten drauf. Und dann hat man 6 Jahre bis zur Habilitation. Das ist dann blöderweise eben noch genau die Lebensphase, wo man potenziell Kinder kriegen kann. Das heißt, das ist nicht ganz so einfach. Trotzdem glaube ich, dass eine gewisse Bewegung reingekommen ist, auch mit den Juniorprofessuren mit Tenure dran. Also es gibt jetzt an vielen Hochschulen schon tenurierbare Stellen im Sinne von, ich bewerbe mich mit einem Doktorat auf eine Juniorprofessur mit Tenure. Gerade in den zum Beispiel Mathematik oder in manchen Bereichen, wo sehr wenig Frauen sind, hat das wirklich einen sehr, sehr guten Effekt auch auf die Besetzung von Stellen, weil man früher auf der fixen Position ist. In anderen Bereichen, wo die Professuren extrem umkämpft sind, ja, wo sich also 30 bis 100 Leute auf eine Stelle bewerben, nach wie vor ist das natürlich beinhart. Und ich habe das selbst erlebt. Also sozusagen meine erste Mitarbeiterin, die ich noch als Österreicherin nach Mannheim geholt habe. Ich habe das über 10 Jahre beobachtet und wie sie dann nervös geworden ist am Ende hin. So, jetzt laufen diese 12 Jahre bald irgendwie aus. Nur, man kommt dann in eine Lebensphase und ich habe immer gesagt, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Das ist das Einzige, was hilft. Man kriegt eine Vertretung angeboten und verlängert es dadurch. Man kriegt dort was angeboten. Man geht in andere Kontexte hinein. Und irgendwo braucht es jemand, und das finde ich, ist unsere Aufgabe als quasi die Senior-Frauen in diesem Universitätsbusiness, dann wirklich zu sagen, du hast alles.
Du hast eine tolle Publikationsliste. Du bist absolut professorabel mit allen Komponenten, die an dir dran sind. Es gibt überhaupt keinen ersichtlichen Grund, warum du keine Professur kriegen solltest. Das heißt, du musst jetzt nur ruhig bleiben. Und in dem konkreten Fall, es hat geklappt. Ja, sie ist am letzten Tag des Septembers habilitiert worden. Sie hat am 1. Oktober ihre Professur angetreten. Und es gilt einfach manchmal dann auch, und das ist unsere Aufgabe, ja, zu sagen, bleib ruhig, ich schaue auf dich, ich versuche auch Vertretungen zu besorgen, ich versuche dich rüberzubringen über diese Phase. Es wird vielleicht nicht so leicht, aber es wird klappen. Ja, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, Stellen zu schaffen, verstetigter Mittelbau und sein Leben lang Hochdeputat zu unterrichten auf einer Ratsstelle. Diese Stellen sind wichtig, ganz, ganz wichtig für die Fächer, aber es ist nicht die Lösung, wieder dahin zurückzugehen. Ja, absolut. Vielen Dank nochmal für dieses flammende Appell, auch sich gegenseitig tatsächlich zu pushen und zu motivieren. Vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle, Frau Professor Eckkramer. Hier wird auch schon im Chat gesagt, vielen Dank für die spannenden Impulse. Und Sarah Wachold hat auch nochmal die Debatte rund um Ich bin Hanna. Das haben wahrscheinlich viele mitbekommen auch, hier in den Chat sozusagen reingepostet. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah Wachold. Und Dankeschön, Frau Professor Eckkramer. Das war sehr spannend und inspirierend. Und wir folgen Ihnen sozusagen weiterhin und mal gucken, wohin dann die nächsten Schritte gehen. Wir sind sehr gespannt. Virtuellen Applaus für Sie.